Ich heiße Rosbion und ich studiere in dem Lycée Chateaubriand in Rennes. Heute werde ich über einen Kurzfilm sprechen. Ich habe Amos Beauty gewählt. Diesem Film spricht von einer Geschichte, der in den späten 1980er Jahren passt. In diesen Jahren wurde der Haltefriedhof von Amos verlegt. Deshalb gab es eine Reihe von ungewöhnlicher Ereignisse. Fast 40 Jahre später kehren drei Dokumentaristen zurück, um die Einwohner über die Vergangenheit und ihren Alltag mit den Geistern, welche sie Silhouetten nennen, zu befragen. Aber es gibt eine Frage. Was möchte der Regisseur mit diesem Film sagen? Durch diesen Film wurde die Einnahme des Todes gezeigt. Hier wurde nämlich der Tod als eine gute Sache präsentiert, im Gegensatz zu dem Tod in unserer Welt, der Angst macht. Die Leute wissen, dass sie ein zweites Leben haben werden. Jetzt können wir eine Analyse der Filmkritik machen. Es gibt eine unheimliche Musik mit langsamen Akkorden und Glocken. Das bringt eine religiöse und düstere Stimmung. Diese religiöse Stimmung ist auch mit der Kulisse verkörpert. Es gibt alte Kamerageräusche und umschaffte Bilder. Es gibt auch Überwachungskamerasbilder, die die Realität betonen, Videos von Zeugen, welche von normalen Leuten gemacht wurden und ihre Einfügung von Real in Authentik. Um die Realität noch einmal zu betonen, hat der Regisseur auch Amateurvideos mit ungewöhnlichen Ereignissen genommen. Die Interview von einem Historiker bringt eine offizielle Seite. Schließlich kann man sehen Naheinstellung. Meiner Meinung nach ist, dass der Film gut realisiert ist, um eine offizielle Stimmung zu bringen. Und das hat eine gute Moral, weil die Menschen mit einer anderen Form des Lebens leben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat.